Wo haben wir Herrn Meuthen? Hier ist er. Ich nehme die Wahl dankbar an, bedanke mich sehr herzlich für das Vertrauen. Bevor Sie jetzt alle nach draußen strömen, geben Sie mir noch 15 Sekunden. Eine ganz kurze kleine Aufmerksamkeit. Wir sind jetzt genau so weit gekommen, wie wir es vorhatten. Der Plan, und der ist manchmal auch verwirklichbar in der AfD, man glaubt es kaum, sah vor, dass wir am heutigen Tage noch die ersten beiden Sprecher wählen. Das haben wir hiermit geschafft. Dann wird die Versammlung jetzt unterbrochen und morgen früh um... Hat jemand die Einladung vor sich, was drinsteht? Um 10 Uhr fortgesetzt. 9 Uhr, soweit ich mich erinnere, hat die Bundesgeschäftsstelle für 9 Uhr morgen angesetzt. Jetzt wird doch jemand die Einladung gerade irgendwo zur Verfügung haben. Wir prüfen das noch, warten Sie bitte den kleinen Moment. So, die ersten Leute verlassen ja soeben das Parteitag. Bitte sehen Sie es uns nach, es hängt manchmal an den Details. Die Halle leert sich langsam, die Temperaturen liegen gefühlt immer noch so um die 26 bis 28 Grad. Es scheint in Nordrhein-Westfalen so zu sein, dass es hier zumindest keine gesetzliche Obergrenze gibt. Ja, und wir setzen den Parteitag, so ist es vorgesehen, morgen um 9 Uhr fort. Ich habe auch an die Parteifreunde weiter, die vielleicht schon rausgegangen sind, morgen 9 Uhr wird der Parteitag fortgesetzt. So, die Klimaanlage lassen wir auch über Nacht laufen. Sie können alle, bitte denken Sie daran, bei den Ausgängen Ihre Stimmgeräte und Stimmkarten abzugeben. Die Armbänder dürfen Sie über Nacht dran lassen. Sonst müssen wir sie Ihnen morgen wieder ankleben. Danke. Und nehmen Sie bitte auch Ihre Stimmzettelblöcke mit und Ihre Stimmkarten und bringen Sie die morgen bitte wieder mit.